glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Olli, Micha, du fandest meine Sprechstundenstimme nicht so schön? Nee, ich würde es männlicher machen. Das klingt sonst okay. So nach unten was weggeschnitten. Okay, ich probier's mal. 1 Live. Die Heuschnupfen-Sprechstunde mit Olli und Micha und unserer Allergologin Dr. Uta Schlossberger. Guten Morgen. Guten Morgen. Deren Stimme leider etwas angeschlagen ist. Das hat aber nichts mit Allergien zu tun, ne? Nein, auf keinen Fall. Wir haben viele Fragen bekommen von 1Live-Hörern, zum Beispiel von Patricia aus Köln. Sie möchte wissen, sie schreibt, es ist ja schon Frühling, für die 7-Wochen-Kur Hypersensibilisierung ist es jetzt zu spät. Gibt es trotzdem noch was ich tun kann? Wenn sie eine Gräserpollenallergie hat, die ja erst dann nach Pfingsten, sprich im Sommer, auftauchen sollte, könnte man noch bis Pfingsten hyposensibilisieren. Hätte man noch die Möglichkeit. Mhm. Ansonsten kann man dann nur sozusagen symptomatisch behandeln. Das heißt, man kann wirklich nur ihre Symptome behandeln, dann nicht mehr. Wichtig ist aber erstmal so einen Allergietest machen generell. Das wäre ganz wichtig, sonst weiß ja auch der Arzt nicht, was er behandeln soll. Macht das der Hausarzt oder schickt er mich zu Ihnen? Der Hausarzt könnte es machen. Es ist halt die Frage, ob dann auch zum Beispiel Blut abgenommen wird beim Hausarzt. Oft kann der das nicht. Ist das nicht so, dass man so einen Flickenteppich auf den Rücken kriegt und dann 800 Essenzen reingespritzt und dann wird mal geguckt? Das mit dem Flickenteppich ist gut, ist aber für andere Allergien gedacht. Gut, Kontaktallergien. Ich schalte mich wieder aus. Moment. Der Dominik aus Würselen möchte wissen, zahlt das eigentlich meine Krankenkasse, so eine Hypersensibilisierung? Das zeigt uns die Bedeutung dieser Allergien. Ja, es wird gezahlt. Mhm. Sowohl von den gesetzlichen als natürlich auch von den privaten Krankenkassen. Man sollte es also angehen. Was ist denn mit Mittelchen, so, die man vielleicht nimmt, wenn es wirklich schlimm wird im Sommer? Gibt es mittlerweile gute Tabletten, die man einwerfen kann, um über gewisse Wochen hinwegzukommen? Auf jeden Fall. Also die Antiallergika, sprich die Medikamente, Tabletten gegen den Heuschnupfen sind gut. Da kann man sowohl mit einer klarkommen pro Tag, wenn es ein bisschen schlimmer ist, als dann auch mit 2 Tabletten. Es gibt aber auch inzwischen sehr gute Nasensprays, die zwar Cortison enthalten, was aber im Nasenbereich jetzt nicht wirklich schlimm ist. Wenn man dann symptomatisch, sprich also auch wenn man den Heuschnupfen akut hat, einfach mal ein bisschen sprüht und immer den Spray bei sich hat, damit ein bisschen rumrennt, dann ist das ganz gut, dann hilft das. Eine Frage noch, die mich interessiert, um mich mal ganz kurz wieder einzuschalten, lieber Oliver, Entschuldigung, ich bin ja nicht betroffen von so einem Heuschnupfen. Mhm. Kann man sich da eigentlich dann krank schreiben lassen und ist dann mehrere Wochen nicht da, wenn man Heuschnupfen hat? Also wäre das ein Grund, dass man zu Hause bleiben muss? Es kommt auf Ihren Arzt drauf an. Ich würde Sie nicht krank schreiben, deswegen. Ich weiß genau, was dahinter steckt, Micha. Keine Angst, ich bleibe da, auch wenn ich keine Luft bekomme. Dr. Uta Schlossberger war hier. Eure Allergologin des Vertrauens heute Morgen hier in 1 Live bei der, Entschuldigung, ich probiere es nochmal, Sprechstunde mit Olli und Micha. Heuschnupfen. Vielen Dank für die Tipps. Gerne. Tschüss. Tschüss.